Ja, ein herzliches Willkommen meinerseits. Heute darf ich euch mein niegelnagel neues Lightroom-Preset-Paket vorstellen, und zwar mein persönliches Jahreszeitenpaket mit 40 Lightroom-Presets. 40, sagt schon der Name, 10 Presets für jede Jahreszeit sind hier angelegt worden. Und ich würde euch jetzt am liebsten für alle 40 jeweils mindestens 3 Beispiele zeigen, aber jeder, der Kopf rechnen kann, weiß, dass wir dann über 120 Bilder sprechen und das Video würde stundenlang dauern. Dementsprechend muss ich mich jetzt natürlich sehr beschränken. Ich darf euch aber natürlich darauf hinweisen, dass ich jedes Preset auch mit mindestens 10 und oder 20 gleichförmigen Bildern oder gleichartigen Bildern kreuzverglichen habe und somit jedes Preset fein abgestimmt habe. Also ich habe nicht ein Preset für ein Bild gemacht und dann abgespeichert. Das sollte soweit klar sein. Okay, lasst uns mal mit dem Preset Frühling beginnen. Ihr seht hier links haben wir unsere Presets Amazing Nature Alpha. Ich habe jetzt Anna davor geschrieben, dass die halt auch besser bei euch direkt eingegliedert werden. Wenn ihr schon andere Presets von mir gekauft habt, die Landschaft, Milchstraße oder Wald, dann könnt ihr mit Rechtsklick die auch umbenennen und könnt dann Anna davor setzen, dass sie auch alle beieinander sind und nicht kreuz und quer bei den Lightroom-Presets verstreut. Okay, wenn ich die aufklappe, dann seht ihr, wir haben Frühling, Herbst, Sommer und Winter. Das ist jetzt ein bisschen dem Alphabet geschuldet, dass der Sommer dann erst an dritter Reihe kommt, aber der Rest passt. Und ja, ihr seht hier ein klassisches Frühlingsbild. Witzigerweise fotografieren wir tatsächlich im Frühling sehr häufig Schneeglöckchen, aber auch Krokusse. Deswegen habe ich extra 2 Presets diesem Thema gewidmet. Wichtig für euch zu wissen ist aber natürlich, dass ihr natürlich genauso auf ein Frühlingsbild, kann es sein, dass ein Sommerpreset sehr gut passt und dass ihr auf ein Sommerbild auch sehr gut einen Herbst-Preset anwenden könnt. Das ist natürlich auch selbsterklärend. Klickt euch da gerne mal durch einfach und schaut, was dann hier passt. Also wenn ich hier zum Beispiel gehe, Sommergolden, sieht auch sehr schön aus, ne? Also das muss nicht unbedingt dann entsprechend zur Jahreszeit passen. Also ihr habt im Grunde 40 potente, zum Teil künstlerische Presets, die ihr auf alles Mögliche anwenden könnt und auch nicht nur auf Natur und Jahreszeiten. So, bei den Krokussen habe ich mich, da haben wir extra das Preset Frühling Krokusse, da habe ich mich extra auf die Farben von den Krokussen konzentriert und ihr seht, wenn ihr da das drüber legt, dann sieht das sofort sehr cool aus. Aber auch Moody für den Frühling finde ich hier wunderschön an der Stelle. Moody ist ja ein Look, der besonders matt und weich wirkt. Moody 1, Moody 2 hier an dieser Stelle. Hier das gleiche Bild im Grunde. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, ich mache jetzt hier das Preset Krokusse drauf und ich habe jedes Preset so angelegt, dass gleichzeitig die Objektivkorrektur drauf liegt, dass das Bild fertig geschärft ist, entsprechend des Motivs und dass ihr hier oben natürlich den Stärkeregler verwenden könnt. Und ihr seht, wenn ihr den nach oben zieht, dann kann das sein, dass das Bild tatsächlich nochmal an Stärke gewinnt. Aber auch sonniger Wald finde ich hier sehr, sehr schön. Sieht auch sehr cool aus. Und auch hier könnt ihr natürlich den Stärkeregler bedienen, je nachdem, wie kräftig ihr diesen Effekt dann haben wollt. Den Schneeglöckchen, wie angesprochen, habe ich auch extra ein Preset gewidmet. Das ist ein Preset, das sehr einfach gehalten ist. Ihr habt hier eine schnelle Verbesserung, wenn ihr Schneeglöckchen fotografiert habt. Es ist aber nicht übertrieben. Gleiches gilt für dieses Bild, Schneeglöckchen. Im Schatten bei bewölktem Tag auch hier eine neutrale, schnelle Verbesserung, die speziell hier eingreift auf die Bedürfnisse, die ihr bei einem Schneeglöckchen-Bilddetail habt. Ihr seht, Stärke hochgezogen, wirkt sogar noch cooler. Ja, natürlich könnt ihr die Frühlings-Preset, aber auch natürlich die Sommer-Presets und alle anderen auch auf Tiere anwenden. Ihr seht hier, wenn ich jetzt hier mal Frühling abends mache, das wirkt sofort total golden. Aber auch Frühling sonniger Wald wirkt hier halt einfach mit einem Klick so stark und das Bild gewinnt gewaltig, wenn ihr das so anwendet. Wenn euch der Effekt zu stark ist, dann geht hier oben so ein bisschen ins Minus und dann wird das wieder mit eurem vorherigen Bild gemischt. Achtet auch immer darauf, wenn euer Bild zu dunkel aufgenommen wurde oder zu hell, dann müsst ihr natürlich die Belichtung nochmal neu einjustieren. Ja, das kann ich natürlich im Vorfeld nicht für euch erledigen, denn wenn ich hier auf automatisch gehe, dann wird der Stärkeregler deaktiviert. Ja, und dementsprechend habe ich das extra nicht gemacht. Also ihr müsst euer Bild erstmal sauber belichtet haben, dass das natürlich funktioniert. Dann ist auch hilfreich, dass ihr den Weißabgleich immer nochmal bemüht, denn manchmal habt ihr vielleicht zu warm oder zu kalt fotografiert. Auch
Das kann ich natürlich für euch nicht erledigen. Hier seht ihr das Bild vom Glaskugelvideo. Wenn wir hier mal zum Beispiel Frühling künstlerisch drauflegen, dann ist das Bild halt total cool. Und wir haben hier so ein spezielles Blau, so ein Eisblau, was wunderschön gegen das Rot gespielt wird. Also künstlerisch funktioniert hier bei so einem Bild sehr, sehr cool. Hier habe ich schon ein Frühlings-Preset draufgelegt. Ich setze das nochmal zurück. Das war dann hier Frühling Moody 1. Moody 2 ist das hier, Moody 1. Und ihr seht halt, es ist ein Klick und das Bild sieht um so vieles besser aus. Ja, auch hier, ne, ihr seht, das ist eigentlich keine klassische Frühlingssituation. Trotzdem können wir hier uns durchklicken und mal schauen, welches Preset sieht da cool aus. Ich finde Frühling Moody 1 hier auch sehr schön. Aber zum Beispiel auch bei Winter, wenn ihr Winter ohne Schnee nehmt, das ist das hier, das finde ich auch total stark. Das wirkt einfach sofort sehr klar und auch sehr farbharmonisch. Da bin ich wirklich happy mit dem Preset. So, gehen wir mal in den Sommer. Im Sommer ist es zwar so, da blüht vieles, da ist vieles grün, aber da haben wir natürlich auch verschiedene Wetterlagen. Und bei Sommer habe ich zum Beispiel ein klassisches Preset angelegt. Das funktioniert fast immer. Ihr seht, da wird das Bild sehr neutral, aber doch ordentlich schön bearbeitet. Wir haben hier Sommer abends, wir haben Sommer bewölkt und ihr seht, bewölkt ist natürlich hier auch das Beste wahrscheinlich. Es ist ja bewölkt und das macht halt so viel aus. Ja, natürlich, das Bild ist ein bisschen zu dunkel. Das müsst ihr dann selber regeln, wenn ihr das ein bisschen zu dunkel aufgenommen habt. Ja, aber wir können mal die anderen durchspielen. Sommer Halbschatten, Sommer Golden, das wirkt ja auch hammermäßig cool. Sommer klassisch hat man schon. Künstlerisch finde ich auch ganz toll bei Sommer. Da wird nämlich so das Grün gegen das Pink so ein bisschen gespielt. Auch komplementär sehr sinnvoll. Sommer Mittagssonne passt hier nicht so gut. Das ist für einen anderen speziellen Fall. Auf den kommen wir gleich. Und Sommer Moody. Leute, damit bin ich so happy. Sommer Moody, schaut euch mal das an. Ich liebe diesen Effekt einfach. Der ist sowas von schön. Und was haben wir noch im Sommer? Sommer morgens. Boah, auch sehr kräftig, ne? Die Wolken kommen da ganz toll raus. Und Sommer Moody 2. Ist ein bisschen farbloser, mag wieder für andere Sachen sehr gut passen. Hier ist so eine klassische Situation, wo das Bild zu dunkel aufgenommen wurde, weil ich die Wolken retten wollte. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Sommer Golden macht, dann müsst ihr natürlich immer bedenken, dass das Bild vorher zu dunkel war. Da einfach nochmal leicht korrigieren, vielleicht die Lichter auch nochmal runterziehen. Weißabgleich vielleicht nochmal kurz bemühen. Aber ihr seht, das Bild ist jetzt mit diesen wenigen Handgriffen schon so schön geworden. Hier auch das Klassische, was wir halt im Sommer sehr oft auch haben, ne? Diese Felder, da können wir natürlich Halbschatten, aber auch klassisch, aber auch golden sehr gut machen. Und hier sehen die Moody Looks natürlich auch immer stark aus. Die gehen sowieso immer, finde ich. Also das sind immer sehr coole Bilder. Das ist so eine typische Situation. Das ist schon ein fertiges JPEG. Das hat schon die Tiefen aufgehellt. Da wäre ich vorsichtig, jetzt hier ein quietschiges Sommer-Preset drüber zu legen. Hier ist vielleicht Sommer-klassisch dann das Beste, was ihr machen könnt. Denn wenn ihr jetzt hier, das wirkt halt sehr schnell HDR, ne? Sommer morgens, Sommer mittags, Sonne, das wirkt sehr quietschig. Könnt ihr natürlich im Effekt oben noch mal ein bisschen reduzieren, wenn ihr sagt, das ist mir zu stark. Und dann habt ihr schon eine sehr coole und schnelle Bearbeitung. Das ist sehr spannend. Wir haben im Sommer häufig auch bei der Mittagshitze flaue, hitzeflirrende Bilder, die einfach keine richtigen Farben haben. Und für diese Fälle habe ich Sommer-Mittagssonne kreiert. Das ist dieser Effekt. Moody 1 habt ihr gerade schon gesehen. Hammermäßig, funktioniert auch grandios. Aber auch Moody 2, wunderschön. Aber in erster Linie habe ich natürlich Sommer-Mittagssonne gemacht. Da wird das Bild einfach klarer, es wird schärfer, es hat wieder Farben im Bild, die vorher flau waren, wie hier auch diese klassische Wildpferdesituation in Sardinien. Dort haben wir halt einfach Mittagslicht und ihr seht, da ist jetzt das Feld dann ziemlich blau, da würde ich dann einfach so ein bisschen Richtung warm noch gehen. Und dann habt ihr halt einfach, wenn ihr das so mal vergleicht, so war es vorher, so ist es jetzt. Ja, ja gut, ist jetzt ein bisschen warm geworden, aber ihr wisst, was ich meine. Es wirkt gleich um so vieles besser. Das Wasser, das da spritzt, das wirkt scharf und klar. Das ist wirklich cool und auch damit bin ich sehr happy. Das ist ein sehr schönes Pferd. Haben wir zum Beispiel Sommer bewölkt, das ist ja hier bewölkt. Dann gucken wir mal, wie wirkt das und ihr seht, wow, das ist um so vieles besser geworden. Aber mit Sicherheit auch die anderen Sommer-Presets hier. Sommer golden, Sommer Halbschatten, macht das Fell natürlich ein bisschen hell. Klassisch geht immer, ne? Ihr seht, vorher war es so, klassisch ist so. Aber dann natürlich die Moody Looks, die gehen natürlich eh immer. Das sage ich ja immer dazu, ja. Das ist einfach echt wunderschön. Typische Sommersituation, Sommer bewölkt, mal einfach ausprobieren und peng,
Das Bild ist fertig. Wir können natürlich jetzt alle anderen coolen Presets auch ausprobieren. Da wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig, wenn ich sehr kräftige Blumen drin habe, dann lieber Sommerklassisch wählen. Das ist nicht ganz so übertrieben und ihr seht einen Klick und das Bild ist fertig. Aber auch künstlerisch kann hier cool sein, denn hier wird ja immer dieses Pink-Rot gegen das Grün gespielt. Auch das finde ich sehr, sehr cool und Blau ist hier sehr entsättigt und so wirkt das Mondfeld jetzt sehr, sehr stark hier auf der Insel Rügen. Gehen wir in den Herbst rein, starten direkt mit einem JPEG, das ist sozusagen schon so rausgekommen und da muss ich wirklich staunen, ist auch ein bisschen zu dunkel. Wenn wir jetzt zum Beispiel herbstflammendes Rot machen, da muss ich staunen, wie cool dieses Preset für dieses Bild funktioniert. Ja? Obwohl dieses Preset extra für Herbstblätter gemacht ist, wird das so toll rausgearbeitet in allen Farbnuancen, da bin ich wirklich hellauf hin und weg. Herbstklassisch ist super, Herbstkühle, Herbstkünstlerisch passt hier. Moody, okay, das ist klar, das ist zu dunkel, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Das passt vielleicht hier auf andere Bilder besser. Ansonsten herbstsonnig passt super, herbstweich. Herbst, wolkige Nebelsuppe und Herbstwald. Also all diese Presets funktionieren so cool mit diesem Bild. Da bin ich echt happy. Dieses Bild habe ich exemplarisch mal rausgesucht, weil das halt so die Farben des Herbstes verkörpert. Da sind alle Farben so ein bisschen dabei. Flammendes Rot sieht so aus. Herbstklassisch, Herbstkühle, Herbstkünstlerisch. Das ist natürlich, kommt ein bisschen aufs Bild an. Sieht aber auch sehr cool aus, weil hier dieses knackige Giftgrün mit diesem knackigen Lila halt gespielt wird und dann Mood, die Moody-Effekte für Herbst finde ich auch sehr cool gelungen. Das sieht einfach wunderschön aus. Ne? Wie so ein, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, so ein Korb, so ein Erntekorb mit verschiedenen Gemüsesachen drin, vielleicht auch was Getrocknetes, sieht damit bestimmt ganz toll aus, aber auch der Effekt. Herbstsonnig würde ich jetzt hier nicht nehmen, weil es ein bewölkter Tag war, herbstweich, Wolkensuppe, Herbstwald. Sieht auch cool aus. Also das funktioniert wirklich gut. An diesem Beispiel seht ihr nochmal flammendes Rot, wie das dann sich entwickelt. Klassisch, kühl, künstlerisch, Moody. Ist auch super cool. Moody 2 funktioniert ganz toll mit diesem Bild. Also da bin ich auch wirklich happy. Und da könnt ihr richtig cool eure Bilder aufwerten. Hier auch besonders, ne, wenn ihr da mal guckt, Herbstwald sieht sofort cool aus. Aber vor allem halt auch herbstsonnig, es ist ja ein sonniges Bild. Oder gerade hier auch eine Moody 1, das ist so schön, da könnte ich mich einfach reinlegen. Das sieht aus wie eine wunderschöne Bitterschokolade, dieses Bild. Das ist einfach ganz, ganz toll. Also ne, ein bisschen gucken, Weißabgleich und Helligkeit noch anpassen, je nachdem wie ihr das Bild fotografiert habt. Hier auch klassische Herbstfarben eigentlich, ja, die Moody Looks nochmal beide, aber dann auch hier kühle. Klassisch flammendes Rot. Da funktioniert sehr, sehr, sehr viel damit. Ihr seht, wenn ich das so durchspiele, wie gut das funktioniert. Okay, kommen wir zum Winter. Der Winter, ihr seht das, der hat meistens oder sehr oft einfach keinen Schnee. Und das bedeutet, wir brauchen hier Presets, die das so ein bisschen aufpeppen. Und dafür habe ich schwerpunktmäßig zwei Presets angelegt. Zum Beispiel Winterlandschaft Nebel, die holt euch die Farben wieder so zurück und macht das Ganze so ein bisschen klarer. Dann natürlich Winter ohne Schnee. Das habe ich bewusst so reingenommen, weil wir hier gerade mal so einen harten Charakter rausarbeiten wollen. Wenn ihr mal guckt, so war das Bild vorher und so ist es jetzt. Bisschen Tiefenlichter oder die Stärke des Effekts noch ein bisschen anpassen und dann sieht das sofort sehr, sehr cool aus. Aber was mir auch besonders gefällt bei solchen langweiligen, faden, braunen Winterbildern ist Winter Dark Abstrakt. Da noch so ein wenig die Helligkeit anpassen und dann finde ich das ein sehr, sehr kraftvolles Bild, ein sehr kraftvolles Preset, das in ganz vielen Situationen sehr, sehr gut funktioniert. So, Winter mit Schnee, klassisch, ne? Winterlandschaft Sonic würde ich jetzt hier mal vorschlagen, ist dann so das, was wir machen. Aber natürlich auch gerne mal alle anderen Presets ausprobieren. Winterweich softet euch so ein bisschen den Rand weich und nimmt auch im Randbereich die Klarheit raus. Und Winterklassisch geht eh sowieso immer. Winterkünstlerisch hat dann so einen ja, cyanfarbenen Himmel und dann die Moody Looks. Ach, wunderschön wieder. Das ist einfach herrlich. Also da komme ich schon selbst wieder hier ins Schwärmen. Dann für solche Szenen muss man so ein bisschen gucken. Ist so ein bisschen dunstig, auch hinten Nebel auch mal ausprobieren gerade. Ne? Ihr seht, dann kommt das so wunderschön klar raus. Dann mit dem Weißabgleich noch ein bisschen spielen. Und schon habt ihr ne, vorher
nachher ein sehr starkes Bild. Diese Situation haben wir halt auch häufig. Winterlandschaft, Nebel eignet sich da sowieso immer. Oder die Moody's ausprobieren. Mittagssonne ist auch nicht schlecht. Aber die Moody-Looks wirken bei so einem Stimmungsbild halt auch immer sehr, sehr cool, finde ich. Da, ne, klassisch, kann man auch mal sagen, winterklassisch. Ist ein klassisches Winterbild. Bisschen viel Sensorverschmutzung drauf. Aber dann auch Winter mit Nebel. Also da können wir eh nicht viel rausholen. Ne? Genauso wie bei diesem Bild. Da sind einfach keine Farben drin. Da müsst ihr halt gucken, da funktioniert dieses Dark ganz cool, Dark Abstract, dass er ein bisschen was aufpeppt. Frost Makro finde ich auch immer sehr schön. Aber natürlich die Moody Looks, aber dann auch Winterlandschaft Nebel. Viel mehr könnt ihr aus solchen Bildern nicht rausholen oder Winterweich, weil da einfach sowieso von Haus auf keine Farben drin sind und die können wir natürlich auch nicht reinzaubern. Das ist auch so ein klassisches Winterbild, das funktioniert mit so vielen Presets. Wenn ihr mal guckt, Frostmakro schaut cool aus, Winterklassisch ist schön, künstlerisch funktioniert. Moody 1, Moody 2, ohne Schnee, Winterweich, Winterlandschaft Nebel und Wintersonnig. Einfach Hammer, auch diese Unterschiede, ne? Dieser Blaucharakter zu dem sonnigen Charakter, wunderschön, funktioniert sehr, sehr gut. Winterlandschaft sonnig würde ich jetzt hier mal spontan vorschlagen und schon sieht das Bild schön aus. Hier, ne, diese klassischen, ich habe absichtlich mal so 0815 Winterbilder rausgeholt, damit ihr einfach seht, was kann man denn damit machen. Ja, Moody ist immer so ein schöner, weicher Look, das geht einfach immer. Ne? Dann Winterklassisch geht auch immer und ihr seht zu vorher, ist schon auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung eingetreten. Das sieht nach Frost Makro aus und dann wählen wir auch mal Frost Makro und ihr seht, sofort wirkt das Bild sehr kräftig, ein sehr starkes Preset, das dann vor allem die feinen Details schärft und hier ganz toll Hand anlegt. Also das finde ich echt cool. Hier ist nochmal so ein Frost Makro, dann einfach mal ausprobieren. Ihr könnt natürlich alle anderen auch mal ausprobieren. Wie sieht das mit dem Moody Look aus? Ja, da gefällt mir der hier fast ein bisschen besser und dann vielleicht noch ein bisschen kräftiger das Ganze machen, ein bisschen dunkler. Das bleibt eurer kreativen Freiheit natürlich überlassen. Mir hat es gefallen, dass ihr euch dafür interessiert habt. Ihr könnt die Presets auch im Bundle kaufen, dann spart ihr euch Geld, falls ihr das andere Paket noch nicht habt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diese Bilder auch gerne mal auf Instagram auch vertaggt, damit ich sehe, wie ihr mit den Presets arbeitet, wie ihr die einsetzt. Und ja, vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!